Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy und in diesem Video schauen wir uns mal einen Counter-Guide für den Indoraptor an, der am Wochenende auch noch im Special Supply Drop erscheinen wird, damit ihr da gewappnet seid für die Arena, damit ihr da genau wisst, welchen Saurier, welche Attacken solltet ihr dagegen verwenden. Viel Spaß mit diesem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafe Card Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach, ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, genau um den hier soll es gehen, um die Legende Indoraptor einfach. Wie ihr ihn auscountern könnt, denn nach dem Wochenende werden einige mehr den Indoraptor freischalten. Ihr werdet ihn häufiger in der Arena sehen, auch auf niedrigeren Leveln. Denn mit Indominus Rex, den ganzen Halloween-Event, wo ihr könnt ordentlich DNA für den Velo als auch für den T-Rex sammeln, werden noch ein paar mehr Leute das freischalten. Im Hintergrund seht ihr Gameplay zu dem Halloween 7er Strike-Event, was gestern eben da war. Und das solltet ihr eigentlich schaffen, deswegen da kein ausführlicher Guide zu. Eure Raptoren sollten die Gegner eigentlich locker platt bekommen. Ja, wie geht mir jetzt daran? Hier erstmal die Stats vom Indoraptor, müsste für Level 26 sein. Weiß nicht, ob es die aktuellen Werte sind, aber so grob müssten sie stimmen. 4000 Leben hat er, Apex-Klasse natürlich, 1400 Schaden macht er, 128 ist die Geschwindigkeit, ist damit sehr schnell, 20% Crit-Rate, 0% Panzerung. Seine Fähigkeiten. Ja, er hat vier verschiedene Fähigkeiten. Erstmal ein Armor Piercing Strike, also ein Angriff, der Panzerung durchgeht. Einfachen Schaden. Dann Cleansing Impact, natürlich der reinigende Stoß. 1,5-facher Schaden, Cooldown 2 Runden. Das ist schon mal eine Schwäche. Er kann sich nur alle 3 Runden damit reinigen von negativen Effekten. Hat er den Evasive Stance, das ist 50% Chance für 3 Runden lang auszuweichen, Cooldown von 4 Runden, das heißt eine Runde ist er dann auch auf jeden Fall nicht mehr mit Ausweichen am Start und natürlich sein stärkster Angriff Defense, Shattering Rampage, wo er durch Schutz und Panzerung durchgeht mit einem zweifachen Schaden, eine Runde nur Cooldown und eine Runde Delay zu Beginn, das heißt er kann ihn nicht sofort einsetzen. Ja, das ist schon mal echt krass. Hier seht ihr nochmal ein tolles Bild, eine tolle Grafik von dem guten Orange Heart wieder. Vielen Dank auf jeden Fall, sehr cool. Und ihr seht es schon unten. Die besten Counter, das sind jetzt einige aufgelistet. Dilophosaurus, Utarinex, Spinosaurus, Monomimus, bei den epischen der Stegoceratops und Plu. Plu aus dem Grund, weil schneller und weil er sich Schutz machen kann und den Schaden reduzieren kann. Deswegen ist der auch gar nicht so schlecht. Aber beachtet bitte, gleiches Level sollte da schon am Start sein. Sollte sowieso bei den Sauriern ungefähr das gleiche Level sein, sonst habt ihr nicht so viele Chancen mit einem Saurier gegen den Indoraptor. Bei den seltenen ist es noch der Suchotator und Charlie und bei den gewöhnlichen Tanicolacreus und Kalimimus. Tanicolacreus aus dem Grund, weil er Aufhebungsstoß hat. Ihr seht auch unten die besten Counter-Moves, ja, und da sind erstmal alle Fähigkeiten aufgezählt, die den Gegner betäuben, denn er wird lässt sich ganz normal betäuben, er ist nicht immun. Und Nullifying, also Aufhebungsangriff, Aufhebungsstoß gegen das Ausweichen. Aber ich kann euch auch nur sagen, es wird definitiv auch Verlangsamung gut in Kombination mit einer Betäubung. Das heißt, die erste Runde verlangsamt ihr den Gegner und nächste Runde betäubt ihr ihn. Sollte meistens auch gehen, denn der Gegner ist ja sowieso schneller, kann sich von dem negativen Effekt dann nicht entfernen. Die ideale Counter rechts unten ist der Tanicolacreus. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir den so hoch in der Arena häufig gesehen haben. Denn er ist schneller, kann den negativen Effekt entfernen und nicht den negativen, also für sich negativen, das Ausweichen entfernen und hat Panzer durchbrechen. Ein Angriff nützt jetzt nicht so viel, dass er Panzer durchbricht, aber der hat einfach einen hohen Basisschaden und ist relativ einfach von der DNA zu bekommen. Ja, also weitere ideale Counter jetzt nach dem Update. Ich zähle euch da mal noch so 2, 3 auf. Und zwar habt ihr da noch neben dem Tanicolacreus, welcher wirklich sehr, sehr gut ist, wenn er auf dem gleichen oder höheren Level ist. Bei einem niedrigeren Level könnte er auch verlieren, ja, aber er macht ordentlich Schaden. Dann Monostegotops. Der ist auf jeden Fall auch kein schlechter Saurier. Kann den Gegner verlangsamen, kann ihn betäuben und kann die Ausweichfähigkeit umgehen mit dem Aufhebungsstoß. Deswegen Monostegotops könnt ihr dagegen einsetzen, genauso wie den Monomimus.
Ist auch sehr gut, der Counter. Monomimus kann dagegen noch ausweichen. Da braucht ihr ein bisschen Glück, ja, aber ihr könnt den gegnerischen Schaden reduzieren, könnt die die Ausweichchance aufheben und damit ist der sicherlich auch ein guter Counter, muss man wirklich so sagen. Wenn man jetzt, sage ich mal, nicht so unbedingt die Counter von dem Bild eben hat, ich werde es gleich auch nochmal einbinden. Hier sind noch so ein paar Tipps, die uns MetaHub mitgibt. Die sind erstmal gar nicht so schlecht. Ich finde sie ganz gut. Und ja, der erste Punkt ist einfach, Tipp 1, Indoraptor ist nicht immun und damit kann er verlangsamt werden. Das heißt, in der nächsten Runde hat man auf jeden Fall den Vortritt und kann den Gegner angreifen. Wenn der Gegner natürlich dann Ausweichen einsetzt, ja, wäre es gut, wenn man dann optimal einen Aufhebungsangriff oder Aufhebungsstoß dabei hat. Was auch gut ist, man kann ihm, dadurch, dass er nicht immun ist, den Schaden reduzieren und so wird er, wenn er sich heilt, den 1,5-fachen und nicht den 2-fachen Rampage-Angriff, der durch Schutz geht, einsetzen. Sprich, wenn ihr Schutz draußen habt, macht er euch weniger Schaden. Entweder er hat die halbe, also die Reduzierung vom Schaden draußen, oder er reinigt sich und kommt dann gegen den Schutz nicht an. Also ist das gar nicht so schlecht. Dann, das steht auch genau hier bei idealer Counter, ist sowas wie Blue. Blue hat man aber nicht in der DNA-Menge, damit er auf dem gleichen Level ist. Deswegen fällt der meiner Meinung nach auch relativ schnell raus als Counter und nur Blue deswegen mitzunehmen, finde ich nicht so gut. Der zweite Tipp ist, versucht ihn zu stunnen. Ja? Stegoceratops ist da der ideale Beispiel mit seinen ganzen, also zum einen Verlangsamungsangriff und mit den ganzen Betäubungsfähigkeiten. Und damit habt ihr eine gute Chance, den Gegner zu betäuben und da durchzugehen, eben auch ohne einen Aufhebungsstoß. Und der dritte Tipp, den ihr jetzt hier noch, play smart with your speed, genau. Wenn alle anderen Stricke reisen und man einen Saurier verliert, dann muss man eben einen Saurier spielen, der 129 als Geschwindigkeit hat, denn damit ist man schneller als der Indoraptor. Oder man verlangsamt ihn nochmals wie mit einem Stegodeus. Also ich finde den Stegodeus immer noch einen sehr guten Counter gegen ihn. Auch wenn der Gegner halt ausweicht, gut, dann ist es fast rum. Das ist mir klar mit dem Stegodeus, aber der Stegodeus macht einfach so viel Schaden, dass man ihn auch in zwei Zügen platt machen kann, weil mein Level eben deutlich höher ist. Schild sollte man eigentlich nicht einsetzen, denn der Gegner kann es mit dem Rampage alle zwei Runden durchdringen. Ja, dann noch ein letzter Punkt zu dem Counter-Guide, das Mirror-Match. Also das Spiegel-Match, klar, quasi wenn man mit Indoraptor gegen Indoraptor kämpft. Und das ist, ja, es ist gar nicht so schlecht, aber man hat halt, man braucht halt Glück dabei, ne? Dass, wenn man selbst ausweicht, der Gegner nicht ausweicht. Genau, wenn man selbst ausweicht, der Gegner nicht ausweicht, dann gewinnt man den Kampf, aber andersrum verliert man ihn auch. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich da gambeln würde und ich glaube, so steht es auch hier drin und ein 1 gegen 1 Indoraptor so lassen würde, wenn sie gleiches Level ist oder mein Indoraptor ein niedrigeres Level hat. Wenn der eigene Indoraptor ein höheres Level hat, dann kann man da schon mal ein, zwei Angriffe versuchen zu machen. Auch wenn der Gegner dann vielleicht ausweicht, dann kann man immer noch wechseln. So, jetzt ganz zum Schluss nochmal das große Bild vom Anfang. Und ja, ihr seht hier unten eben genau die Counter Dilovacheros und Renex mit den betäubenden Angriffen der Spinotasaurus mit einem, ja, mit seiner Geschwindigkeit und Schaden über Zeit, den der gegnerische Indoraptor auch, je nachdem wie er schon gespielt hat, seinen Angriff nicht aufheben kann und daher auch ein ganz guter Counter. Stegoceratops ist eigentlich für die niedrigen Level unter euch ein Muss mit seinen ganzen Betäubungsfähigkeiten. So viel dazu. Ich hoffe, euch hat der Guide gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, wie ihr ihn am besten countern sollt, euer Team einsetzen sollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Ganze hilft euch, dass ihr dann den Indoraptor auch, wenn er nochmal in einem Strike-Event kommt, leichter besiegen könnt. Aber dies dient erstmal hauptsächlich dafür, dass ihr den in der Arena besiegen könnt. Und ich hoffe, ihr könnt damit den einen oder anderen Sieg durch diesen Guide erringen. Ich bedanke mich noch bei euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut, bis dahin, ciao.